Weiss gehört das Goal, blau ist das Goal, blau kann dort hinstehen, weiss kann da stehen. Okay. Meine Aufgabe beim EVZ Nachwuchs sind folgende. Einerseits bin ich Trainer von der U13 Elite. Gut, kommt schnell. Das sind die normalen Aufgaben, die man hat als Trainer, sprich Aufgebot machen, Kinder weiterentwickeln. Und gut. Stock in einer Hand. Du bist ja schon in der besseren Position, damit du auf das Goal gehen kannst. Dann geh auf das Goal. Du musst auf die Bike Goal schiessen. Du siehst, das funktioniert nicht. Da. Schieben einfach wegspielen, da besser schützen. Komm, aufstehen, schnell, es geht. Ja, zwei weiße. Eins, zwei. Zwei blaue. Eins, zwei, da bleiben. Beim EVZ hat es rund 16 Mannschaften im Nachwuchsbereich. Das sind rund 350 Spieler plus dann ungefähr 150 in der Hockeyschule Young Bulls. Drei bis viermal in der Woche haben wir Training plus am Samstag oder am Sonntag noch Match. Und manchmal auch noch am Mittwoch. Ich finde Training immer das Coolste, auch nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Garderobe und so mit den Kollegen sein. Das Ziel der EVZ Nachwuchsarbeit ist sehr vielfältig. Einerseits ist es ein grosses Anliegen, es können nicht alle Profi werden. Darum auch eine grosse Freizeitbeschäftigung. Und auf der anderen Seite ist es die Philosophie des EVZ, möglichst viele eigene Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft hineinzubringen. Es macht halt sehr Spass, weiterzukommen, mehr zu lernen. Und beim Schuss, den du machst, ja, ein super Tempo, nachher lässt du losfahren. Wer lässt das Goal schiessen? Ist gut. Ja, ich würde sehr gerne ein EVZ-Profi werden und auch noch in die NHL kommen.